Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Partnerschaft und Begegnung sind im Valentinsmonat für euch großgeschrieben. Falls ihr dazu eine persönliche Frage habt, berate ich euch natürlich gerne. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen und mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Euren Erlebnishintergrund habe ich in eurem Jahreshoroskop im ersten Teil ausführlich behandelt, auch mit den Geburtstagskindern, die wichtige Aspekte von den langsam laufenden Planeten empfangen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das doch bitte mal an. Ihr könnt die Infos natürlich auch in meinem Jahreshoroskopbuch nachschlagen. Wichtig für euch sind im Februar folgende Aspekte. Eine Spannung von Jupiter auf die Sonne empfangen die Geburtstagskinder, die vom 13. bis 17. August Geburtstag haben. Den Mondknoten direkt auf der Sonne haben im Februar die Geburtstagskinder vom 6. bis 9. August. Und die sind auch am direktesten von der Mondfinsternis am 31. Januar betroffen. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen im Februar an. Ihr startet mit dem Merkur, der Sonne und der Venus in eurem Partnerhaus. Und das bedeutet, Partnerschaften und Begegnungen sind im Februar kosmisch ganz stark in den Vordergrund gerückt. Der Mars steht im Schützen und damit in einem günstigen Aspekt zu euch. Das gibt euch Schwung. Wenn ihr sportlich seid, könnt ihr den Monat nutzen, um nach Weihnachten wieder fit zu werden. Es ist auch eine schöne Konstellation für alle, die eine Liebesaffäre am Laufen haben, denn es verspricht heißen Sex. Den Schwung vom Mars empfängt bis zum 11. Februar die erste Dekade und dann für den Rest des Monats die zweite Dekade des Löwezeichens. Sehr wichtig für euch ist, dass der Januar mit einer Mondfinsternis endet, die genau auf eurer Beziehungsachse stattfindet. Und das hat auch einen großen Einfluss auf die Entwicklungen im Februar. Viele von euch stehen noch unter dem Einfluss der Sonnenfinsternis vom August 2017. Und die Mondfinsternis jetzt vom 31. Januar mit dem Mond im Löwen wirft nochmal ein Schlaglicht auf Beziehungsangelegenheiten, die sich seitdem für euch ergeben haben. Wahrscheinlich habt ihr euch vieles vorgenommen und als Löwe möchtet ihr auch die Regeln vorgeben, nach denen gespielt wird. Immerhin steht ja der aufsteigende Mondknoten in eurem Zeichen und ihr habt durchaus zu Recht das Gefühl zu wissen, wo es lang geht. Trotzdem raten euch die Sterne, dabei nicht zu rigide und zu fordernd aufzutreten. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die hat unter der Sonnenfinsternis letztes Jahr ihren Seelenpartner gefunden und der will sich jetzt für sie von seiner Frau trennen. Sie stellt aber viele Forderungen, also die Klientin jetzt, die neue, wie das Ganze nun abzulaufen hat und er macht schon Anstalten, sich wieder ein bisschen zurückzuziehen. Ich habe ihr geraten, mehr auf ihn zuzugehen und ihn zu unterstützen und zu akzeptieren, dass er seine Zeit braucht und die Dinge auf seine Art regeln muss. Das ist so ein bisschen die Situation für viele Löwen, wie sie sich in der Mondfinsternis darstellt. Die Löwen stellen sehr hohe Ansprüche und sie wollen die Regeln definieren und damit laufen sie Gefahr, den Partner zu verschrecken, obwohl er in sie verliebt ist. Und im Februar kann es euch halt passieren, dass ein Partner, wenn er das Gefühl hat, er kann euch nichts recht machen und euch nicht glücklich machen, sich enttäuscht zurückzieht. Oder aber, dass er auf Abwege gerät und sich einer anderen Kandidatin zuwendet, die ihn mehr bewundert und es ihm nicht so schwer macht. Ich will gar nicht sagen, dass ihr euch verstellen sollt oder eure Werte in Frage stellen sollt. Ihr solltet nur wissen, wie die Tendenz ist. Ich glaube, ihr fahrt gut damit, ein bisschen locker zu lassen und tolerant zu sein. Dann könnt ihr die schönen Konstellationen in eurem Partnerhaus im Februar so richtig genießen. Zum Anfang des Monats habe ich zwei Top-Tage für euch gefunden, nämlich Sonntag, den 4. und Montag, den 5. Februar. Dann sorgt der Mond hier in der Waage für Geselligkeit und bildet Harmonieaspekte zur Sonne und zur Venus in eurem Partnerhaus und auch zur Löwesonne. Das ist sehr schön für Liebesgeflüster und für einen diplomatischen Austausch und es hilft euch, das Gute in den Menschen zu sehen, die ihr mögt. Am 11. Februar wechselt die Venus ins Zeichen Fische und damit in euer 8. Sonnenhaus der festen Partnerschaft. Der Neumond am Donnerstag, den 15. Februar, kann für euch zu einem Top-Tag werden, wenn ihr die Neumond-Konstellation mit Weisheit nutzt, um über neue Impulse für eure Partnerschaft nachzudenken.
Der Neumond ist ideal, um Pläne zu machen, was ihr in diesem Jahr gemeinsam unternehmen wollt. Und solche Pläne geben einer guten Partnerschaft immer Auftrieb. Am 18. Februar gehen der Merkur und die Sonne auch noch in die Fische. Alles in eurem achten Haus der Ehe und der festen Partnerschaft. Und je weiter der Monat voranschreitet, desto mehr betonen die Konstellationen eure festen Partnerschaften. Das kann sehr romantische und innige Momente mit sich bringen. Aber leider steht eben der Mars ab Mitte des Monats in einem konflikthaften Aspekt dazu. Und weil er in eurem fünften Haus der Lebensfreude und der Affären steht, kann es sein, dass ihr in einen Partnerkonflikt geratet, weil ihr zu sehr an euer eigenes Vergnügen denkt. Vielleicht habt ihr ja sogar eine heimliche Affäre laufen. Der Montag, der 19. Februar, ist nochmal ein Top-Tag für alle Single-Löwen vor allem, die ihren Spaß haben wollen. Da habt ihr einen tollen Aspekt, um jemanden kennenzulernen, vielleicht auf einer kurzen Reise oder auch wenn ihr in Sachen Fitness unterwegs seid oder eurem Hobby nachgeht. Wenn ihr allerdings schon eine feste Beziehung habt, solltet ihr an diesem Tag vorsichtig sein, dass ihr nicht fremd flirtet, so ganz aus Versehen. Gegen Ende des Monats versprechen die Konstellationen Entspannung für alle Löwen, die in einer festen Beziehung sind, und schöne Momente in der Familie. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.